Hallo Freunde, willkommen zurück zur neuen Folge. LS22, neue Minibohren auf der neuen Minibohren-Karte. Wer hätte es mal wieder gedacht? Es ist mal wieder soweit. Und ja. Die sind immer noch am Lohndreschen. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Es gibt gerade nicht so viel zu erzählen. Ich bin bloß, ja, kurz davor einzuschlafen. Aber ansonsten alles safe. Ich will mich gar nicht beschweren. Ja? Ich möchte mich gar nicht beschweren. Ich möchte jetzt hier einfach weiter Lohndreschen. Das vielleicht heute abschließen, das Feld. Dass wir in der nächsten Folge dann auf unser Feld gehen können. Und da weiter dreschen können. Das heißt, es ist tatsächlich jetzt ein bisschen mehr Dresche angesagt. Schon ein schöner Bullhorner. Ich überlege die ganze Zeit, ob wir auf unserem Feld Strohballen pressen. Aber wenn, dann halt nur für den Verkauf, ne? Nicht fürs Behalten. Weil zwei Dinge, die für uns noch Sinn machen, oder sinnvoll wären, wäre ein Ballentransportanhänger. Irgend geiler. Sowas in die Richtung. Und ein Ballenspieß. Das wäre auch noch was, was wir mehr bräuchten. Wir haben nur die Silagegabel. So also einen schönen, entspannten Ballenspieß irgendwie. Haben wir aber leider nichts. Oder was heißt, wir haben schon was, aber müssen wir schauen, vielleicht diesen Fendt zum Fendt Cargo. Der würde vielleicht passen. Warte. Nee, warte mal, wir haben ja für den zum Beispiel. Den haben wir ja, ne? Genau, wir haben den kleinen. Das hier würde da dazugehören. Mit zwei Spieß hätte ich jetzt gemacht. Oder ganz easy den hier, aber der ist irgendwie hässlich. Oder Rosen sind jetzt nicht so geil. Den hier vielleicht noch. Der wäre auch noch eine Möglichkeit. Mit Spieße. Von Stoll. Müssen wir mal gucken. Den von Fendt finde ich ein bisschen zu fendig. Der steht viel zu groß Fendt drauf, finde ich. Presse müsste man sie ausleihen. Zum Strohpressen. Ich sag mal so, wer erwischt, da haben wir ja mehr als genug Auswahl. Denn bei Glas, wir könnten es auch Quaderballen pressen. Ja, Glas haben wir, ja, die Standardpressen. Die ist halt auch geil, finde ich. Wenn man seine kaufen, würde ich mir wahrscheinlich die kaufen. Oder die. Die wäre halt jetzt gekauft, ne? Die kosten zu viel. Kacke. Ja, ihr Missionsfeld, aber trotzdem Kacke. Ja, lassen wir uns das einfallen, aber ich würde sie trotzdem gern pressen. So, Bild des Tages hier noch.
Perfekt. Damit ihr schön Bilder bekommt, auf die ihr draufklicken könnt. Na, viel ist es ja nicht mehr, haben wir es ja gleich geschafft. Schauen wir, dass wir in der Folge das noch weggefahren kriegen. Wo muss es eigentlich hin? Ah, gar nicht so weit weg. Dann ist ja gut. In der nächsten Folge pressen wir dann bei uns auf dem Feld. Und dann können wir ja mal spontan überlegen, ob wir uns einen Ballenspieß und Ballenanhänger kaufen. Weil die Silageballen müssten ja theoretisch jetzt auch dann mal weg. Das ist ja nur doles Kapital, was da rumsteht. So. Fan-Vehicle-Pack. Das sehe ich uns ja nicht ganz. Ich bin auch ein bisschen. So, der Telelader wäre auch irgendwie cool. Aber da finde ich es ja schade, dass das halt einfach nur der Scorpion ist. Da kaufe ich mir ehrlich gesagt lieber einen Scorpion, statt so einen Fake-Scheißdreck. Ja, lieber einen Scorpion gekauft und einen echten da stehen. Wenn das der echte Fendt Cargo gewesen wäre, der mit der Kabine auch und so, dann vielleicht. Aber brauchen wir jetzt nicht. Jetzt schauen wir mal, dass wir eine eigene Presse die bekommen. Ballentechnik bisschen, dass wir da noch ein wenig reingehen können. Bisschen eigene Grünlandtechnik vielleicht noch. Und Ja. Vielleicht noch ein bisschen Fläche dazu kriegen. Ich wollte auch noch gucken, ob wir vielleicht diesen Pachtmod mit reinnehmen. Dass wir ein bisschen Felder pachten können. Das wäre auch cool. Ja. Das ist cool. So. Dreschen sind wir durch. Die können wir auch benutzen. Tanken wir noch einmal ab. So eine Kipper. Da kommt er. Und dann abtanken können wir eine Zapfwelle abbauen. Ja, so viel ist es ja gar nicht. Auf geht alles rein. Ein und ja, perfekt. Voll? Ach, halt auch dein Maul, Alter. Oh Gott, Digga. Na gut. Vielleicht müssen wir die 1000 ja nicht wegfahren. Dann behalten wir die nämlich. Und fahren ja mit unserem weg. Vielleicht aber. Hoppala. Vielleicht müssen wir sie trotzdem holen. Und damit die Mission abgeschlossen wird. Jetzt fahren wir erstmal ins Dreschheim.
Vor allem der sagt, der fährt 32, aber bei 29 ist Schluss, ne? Fast schon ein bisschen schade. So, ist schon hinten einfach, wir haben ja gar kein Schneidwerk dran. So, wir lassen den nochmal draußen stehen. Sicherheitshalber, falls wir noch mal abtanken müssen. Ja, scheiße geparkt. Haben wir eigentlich noch irgendwas im Silo? Wir haben noch Ackergras drin. Und Gerste. Geil. So, da steht er. Start mal. Ab nach unten. Steinwerkswagen kurz abstellen. Und dann fahren wir das Zeug gleich verkaufen. So, fahren wir gleich weiter. Fahren das Zeug noch weg. Ja, lassen wir die Kette offen. Ach. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge schaut es gut aus, dass wir dann unsere Gerste dreschen können. Ich glaube schon, ne? Zielonka, ist das eigentlich die? Ist Zielonka eigentlich die neue Map? Heißt die so? Aber ist ein geiler Name, Zielonka. So, was ist jetzt? Oh shit. Wo ist hier genau die Einfahrt? Da vorne. Hä? Wo muss denn das abgekippt werden? Bauernmarkt.
Ist das schon da, oder? Da vorne abkippen? Oder doch da in die. Wir probieren es mal da vorne in die in den Unterstand da. Da rein zu kippen. Das würde zwar sehr mehr Sinn machen, aber weiß man's. Ah, ja, perfekt. Ich hoffe, es reicht. Jawohl, perfekt. Das heißt, das ist ein Drescher, das verkaufen wir dann mit uns. Dann kann man das gleich abrechnen. Fahren noch schnell heim und nächste Folge geht es dann weiter. Bevor wir spulen, müssen wir den Drescher noch irgendwo hinstellen in die Halle oder so. Das wäre noch richtig und wichtig. Boah, jedes Mal hier. Naja. Aber meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, liken, kommentieren, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und wir sehen uns dann morgen oder am Freitag wieder. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Bis dahin, peace out und ciao.